Herzlich willkommen zum DigiBet-Studio am Donnerstag. Ich bin natürlich allerbester Laune, weil Champions League gestern, Schalke hat gewonnen und zwar sehr deutlich, 3-0. Dann hat die Mannschaft aus Israel gewonnen gegen Lissabon und das heißt, Schalke ist im Achtelfinale und deshalb habe ich mir heute gegönnt einen Schalke 04 Adventskalender. Ist das schön? Alpenmilchschokolade, 30% Kakaogehalt mit 24 verschiedenen Fußballmotiven. Aber aufmachen darf ich das Ganze natürlich erst am 1. Dezember. Bin schon wirklich sehr, sehr neugierig, was drin sein wird. Also was alles gibt heutzutage als Fanartikel. Aber das ist ja nicht das Allerneueste, dass es Adventskalender gibt. Bremen hat leider verloren. Das war einmal mehr eine große Enttäuschung für Klaus Allofs und Thomas Schaaf. Also ich glaube tatsächlich, dass es in Bremen jetzt ernsthafte Probleme geben wird mit dem Gespann. Hier in Köln munkelt der eine oder andere ja, dass Klaus Allofs möglicherweise hier in Köln Manager werden soll. Aber da Norbert Meyer ja nicht entlassen wird, jedenfalls vorläufig nicht, ist diese Meldung auch ziemlicher Blödsinn. Ich habe nächsten Samstag die Gelegenheit, ein ganz langes Interview mit Klaus Allofs zu machen, exklusiv. Und wenn das gelaufen ist, dann gibt es bestimmt ein paar Informationen, die auch für euch hier bei DigiBet sehr interessant sein könnten. Ganz kurz schauen wir auf das Tippprogramm für den heutigen Tag und hier in Leverkusen spielt Deutschland gegen Nigeria, Frauenländerspiel, und zwar um 18 Uhr und da bietet DigiBet für eine 1 an, 1,17. Ehrlich gesagt sollte man Nigeria auf keinen Fall unterschätzen, weil das ist der Afrika-Cup-Sieger, schwieriges Wort, und deshalb vielleicht spielen die unentschieden. Da gibt es, um das auch nochmal zu zeigen, 6,0. Wer sich also traut, gegen die deutsche Frauennationalmannschaft zu tippen, vielleicht auf einen Unentschieden, der kann ordentlich Rendite machen. Aber ich muss natürlich der Fairness halber sagen, dass ich unseren deutschen Mädels natürlich den Sieg absolut gönne. So, das war der Blick auf dieses kleine Schmankerl, auf dieses Länderspiel. Viel mehr haben wir heute auch nicht zu besprechen. Morgen Christian Sprenger mit der großen Wochenvorschau, also Wochenendvorschau. Es steht wieder ein super spannender Bundesligaspieltag vor uns und Christian wird euch dann ausführlich darüber informieren. In diesem Sinne, gutes Tippen.